Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hier ist die Silke und an meiner Seite ist wieder der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob. Willst du noch was sagen, Henry? Einen wunderschönen guten Tag. Wir hatten ja kürzlich ein Video zusammen hochgeladen, fit und gesund durch die große Krise hieß es, glaube ich. Das hat Henry wieder mit seinen Knöcheln geknallt. In diesem Video beschreiben wir, wie man sich eben nicht nur in der Krise fit und gesund halten kann, sondern ja, wie wir uns generell die ganze Zeit, die ganzen letzten Jahre fit und gesund halten. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke das Video oben in den Infokarten. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie wir die Zeit sinnvoll während dieser Corona-Krise in Anführungsstrichen nutzen können. Henry, was würde dir als erstes einfallen? Mir würde als allererstes einfallen, definitiv, ja, Zeit für sich zu nehmen, ne? Und Zeit mit den Lieben zusammen verbringen. Das wäre so das Erste, was mir sofort einfallen würde. Mhm. Wir haben ja jetzt hier zumindest in Sachsen noch keine Ausgangssperre. Wir haben eine Ausgangsbeschränkung. Freunde von uns, die den Winter über in La Palma verbracht haben, die haben es da wirklich schwieriger. Generell in Spanien gibt es ja wirklich, würde ich mal sagen, fast eine Ausgangssperre. Du darfst eigentlich nur noch mal kurz was einkaufen gehen, dann ins Krankenhaus, zur Apotheke, zum Arzt gehen und sonst ist es tabu. Also wir können ja hier zumindest noch spazieren gehen. Henry, du gehst ja auch immer laufen, ne? Du machst deinen Sport. Wir können spazieren gehen, wir können mit dem Fahrrad auch mal in den Wald fahren, so zur Entspannung. Ich habe jetzt auch gelesen, seit Dienstag gilt, man darf sich nicht weiter als 15 Kilometer von der Wohnadresse wegbewegen. Ne? Vielleicht gilt das jetzt auch über Ostern, weil ja doch vielleicht viele die Zeit nutzen, um eben Verwandte, Freunde zu besuchen oder gewisse Ausflugsziele anzusteuern. Also bei uns ist das noch möglich. Die auf La Palma, die können ja nicht mal an den Strand oder so. Ne? Die können nirgendswohin, alles geschlossen. Die müssen wirklich auf ihrem Grundstück bleiben. Unsere Freunde haben es gut, die haben da noch ein Grundstück dazu. Und da gibt es auch noch eine andere Familie mit Kind. Die sind da so ein bisschen unter sich. Aber manche in der Stadt, die nur eine Wohnung haben, das ist schwierig. Also wir können die Zeit während dieser Corona-Krise noch nutzen. Ich habe ja kürzlich auch ein Video veröffentlicht. Da ging es um die Schulpflicht, die während der Corona-Krise jetzt ausgesetzt ist. Das heißt, die Kinder sind nicht mehr zwingend verpflichtet, sich in einer Schule zu befinden, sondern können so eine Art Homeschooling machen. Viele Kinder, auch einschließlich meiner, haben ja Hausaufgaben mitbekommen und die werden jetzt hier zu Hause ganz friedlich und entspannt und wenn es eben passt, abgearbeitet. Also viele Kinder sind jetzt auch zu Hause und zwangsläufig auch viele Eltern, auch aufgrund der Kurzarbeit oder weil es ja eben jetzt auch gerade viele, sag ich mal, Museen sind geschlossen, Kitas sind geschlossen, es gibt nur noch eine Notfallbetreuung in Schulen. Also viele Berufe können jetzt gerade nicht mehr ausgeübt werden und die Eltern sind einfach zu Hause mit den Kindern. Und Henry sagte ja schon, die Zeit mit der Familie nutzen, ne? Einfach sich eine schöne Zeit machen, mal wieder die Familie, ist mal wieder für einen längeren Zeitraum zusammen, sich mal wieder neu kennenlernen, nochmal wieder, ja, mehr als nur ein Urlaub, ne? Im Urlaub verreist man ja meistens, aber so kann man mal den Alltag noch mal ganz anders gestalten. Auch wenn jetzt vielleicht viele Eltern Ängste haben, Existenzängste auch, weil viele nicht wissen, wie es weitergeht. Die Wirtschaft liegt ja jetzt hier am Boden und das ist eigentlich überhaupt nichts gewiss, aber dass man sich trotzdem frei macht von der Angst und der Panik und im Hier und Jetzt. Und man kann es ja sowieso nicht ändern, auch wenn man jetzt, sage ich mal, in diesem Angst- und Panikfilm ist, man kann es jetzt gerade aktuell nicht ändern. Man kann nur einfach schauen, dass man im Hier und Jetzt agiert und einfach das Beste aus der Situation macht. Also wie gesagt, man kann mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wir hatten ja auch in unserem Fit und Gesund durch die Krise-Video erwähnt, dass jetzt man wieder als Familie mal zusammen gesund kochen und backen könnte, ne? Weil mir auch viele schreiben, ja, ich habe gar nicht die Zeit. Du kochst immer so verschiedenes Essen für deine Kinder. Du machst immer so viel, die Zeit habe ich gar nicht. Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, sich mit ein bisschen mehr mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, vielleicht auch mit der Sprossenzucht. Da gibt es ja auch viele Videos schon hier auf diesem Kanal. Und ja, einfach wieder mehr sich um gesunde Lebensmittel kümmern, um die gesunde Ernährung der Familie zu kümmern, gemeinsam kochen, gemeinsam etwas zubereiten, auch Rohkost zubereiten. Das wäre jetzt auch eine Zeit, wieder mit der Familie mehr zusammen, ja, in der Küche einfach gesunde Speisen zu bereiten. Viele von uns haben in der schnelllebigen Arbeitswelt leider verlernt, auf den richtigen Schlafrhythmus zu achten, was ja total verständlich ist, weil wir teilweise ja im Schichtsystem arbeiten oder weil wir lange arbeiten und dann zu Hause haben wir die Familie und dann wird es dann oftmals 23 Uhr, 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr. Und dann sind wir schon voll raus aus dem natürlichen Schlafrhythmus. Und das ist jetzt momentan auch die Möglichkeit, einfach die Situation zu nutzen, um mal wieder diesen normalen Schlafrhythmus auszutesten. Das heißt,
dass man versucht, möglichst schon vor um 10 ins Bett zu gehen und am besten dann um 20 Uhr, 21 Uhr alle elektronischen Geräte auszumachen und vielleicht noch ein bisschen zu meditieren oder einfach vielleicht auch Tiefenatmung zu machen oder noch was zu lesen. Aber dass man einfach so runterfahren kann und auch von diesen elektronischen Geräten dann runterkommt und dass man dann so langsam immer mehr zur Ruhe kommt und dann in den Schlaf reinkommen kann. So, und dann ist der Idealfall dann ab 22 Uhr zu schlafen, weil von 22 Uhr bis 2 Uhr ist so die beste Schlafphase. Und wenn man das mal für ein paar Tage lang schon durchzieht, dann merkt man schon diese extremen Unterschiede auch dann in der Tagesenergie und dass man ja viel mehr motiviert ist und viel bessere Laune hat und alles. Also da möchten wir euch auch mal ans Herz legen, das mal einfach nur mal auszutesten für ein paar Tage und dann einfach mal reinzufühlen. Es gibt auch eine interessante, nicht These, aber so ein interessantes Experiment, so Naturschlaf. Da gibt es auch einen Mediziner, der hat, wann war denn das? War das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts? Auch ein Buch geschrieben, Naturschlaf. Und ich habe das auch mal eine Weile praktiziert. Da geht man nämlich dann ins Bett, wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkel wird. Und man wacht dann halt teilweise sehr früh auf. Man braucht manchmal nur 3 bis 5 Stunden Schlaf. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann ins Bett geht, wenn andere noch total aktiv sind, mit denen man dann nicht mehr kommunizieren kann. Wenn man dann total wach und fit ist, schlafen alle anderen. Man hat dann auch manchmal so einen Drang aufzuräumen oder sich zu bewegen. Und wenn alle ringsherum schlafen, dann könnte das auch manchmal störend wirken. Aber das ist auch interessant. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video in den nächsten Monaten zum Naturschlaf. Oder wie Henry auch schon sagt, wenigstens so 22 Uhr die Lichter auszumachen und einfach in den Schlaf zu kommen. Das wäre auch schon ein großer Vorteil. Also ich bin ja auch eher eine Eule, was das Schlafen angeht. Ich kann nachts, also zwischen 21 und 2 Uhr kann ich mich total gut konzentrieren und auch lernen oder habe da eine Phase, wo ich halt sehr gut Dinge aufnehmen kann. Das ist natürlich kontraproduktiv zum Naturschlaf oder zu dem, was Henry gesagt hat. Aber ich bemühe mich dann immer mal wieder, Phasen zu haben, wo ich eben wirklich 22 oder 23 Uhr zur Ruhe komme und merke auch, dass mir das eigentlich viel besser tut. Die Zeit, die man jetzt vielleicht mehr zur Verfügung hat, könnte man zum Beispiel nutzen, um zu musizieren. Also wer zu Hause ein Instrument hat und vielleicht auch aus zeitlichen Gründen nicht mehr dazu kommt, das zu spielen, dann wäre das jetzt die richtige Gelegenheit oder die passende Gelegenheit, wieder mehr sich dem Instrument zu widmen, neue Stücke zu lernen. Weil Musizieren hat ja auch immer was Entspannendes. Dann ist man immer voll im Moment, also so geht es mir zumindest. Wir haben ja hier ein E-Piano stehen. Ja, also mein Sohn, mein 15-Jähriger, der spielt da regelmäßig dran. Ich habe da auch so ein paar Stücke, die ich spiele. Und das ist halt auch so ein Moment, wenn man mehr Zeit hat, wirklich mehr wieder ein bisschen zu versinken im Musizieren und sich zu entspannen, was ja auch für die heutige Zeit sehr wichtig ist. Und dann ist natürlich das, was wir alle noch dürfen, die Bewegung. Das heißt, wir können draußen spazieren gehen, wir können Rad fahren. Und wir können uns da schon in einem großen Rahmen trotzdem noch ziemlich austoben, möchte ich mal so sagen. Also ja, das, was man halt liebt, bewegungsmäßig, das kann man jetzt trotzdem noch ausführen. Und wir machen das auch. Also wie Silke schon gesagt hat, ich gehe gerne laufen. Silke, die fährt mit den Jungs mal mit dem Rad raus. Ein Trampolin haben wir hier noch zu Hause und dann hat man ja noch sein eigenes Körpergewicht, was man immer schön einsetzen kann, um Liegestütze zu machen, Kniebeuge, Klimmzüge und das komplette Spektrum, was man dann noch abdecken möchte. Gibt es ja auch sehr, sehr viele Videos bei YouTube, also wenn ihr einfach mal Langeweile habt oder auch nicht wisst, was ihr gerade an Bewegung machen wollt, dann gebt einfach mal bei YouTube zum Beispiel Körpergewichtsübungen ein oder Calisthenics und da werden euch so viele Übungen dann angezeigt oder auch Yoga, Zumba, Dancing, Aerobic, was ihr auch gerne machen möchtet. Und da kann man sich dann ordentlich austoben für bestimmt Jahre, wenn man das möchte. Genau, also ich versuche regelmäßig das Trampolin in Anspruch zu nehmen, so 20 bis 30 Minuten springen und dann ein paar Plank-Übungen oder Liegestütze, also so ein paar Körper
Kräftigungsübung. Und ich hatte auch vor 2 Jahren schon mal ein Video hochgeladen zu meiner Lieblings-Plank-Übung. Das kann ich auch mal oben in den Infokarten verlinken. Das ist auch eine sehr effektive Übung mit dem Körpergewicht. Aktuell in den letzten Tagen bin ich mit meinen Jungs immer hier in unserem Viertel eine Runde gelaufen, haben Wildkräuter gesammelt und Frisbee haben wir gestern gespielt. Also wir haben auch eine Frisbee-Scheibe mitgenommen. Also wir bewegen uns ganz normal draußen. Wir genießen die Sonne dann auch draußen. Das ist jetzt auch eine schöne Zeit, mehr in der Sonne zu sitzen, die Sonne einfach zu genießen, auch wegen der Vitamin-D-Bildung oder auch generell, weil Sonne einfach glücklich macht, wenn man denn ein Sonnenliebhaber ist. Ne? Ist jetzt auch eine gute Zeit, zum Beispiel für die Menschen, die einen Garten haben, wieder mehr Zeit in den Garten zu investieren, gerade jetzt, wo so viel ausgesät werden kann oder wo der Garten einfach wieder flott gemacht werden kann. Oder wenn jemand nur einen Balkon hat, dann kann man auch den Balkon fit machen und mit verschiedene Sachen pflanzen, sich den wieder schön machen. Da kann man auch ein bisschen Zeit investieren. Ist jetzt auch eine gute Zeit, zum Beispiel zu minimalisieren beziehungsweise zu optimieren. Ich habe ja auch hier einige Videos auf meinem Kanal. Da geht es eben auch darum, Dinge, die man nicht mehr braucht, einfach zu verabschieden, weiterzugeben, zu verschenken, zu verkaufen. Ich werde auch mal eines der Videos oben in den Infokarten verlinken. Und ja, minimalisieren, das mache ich eigentlich seit 2016 im Frühjahr, also seit fast 4 Jahren. Werden immer mal Dinge aussortiert, die ich nicht mehr brauche. Und es ist auch ein befreiendes Gefühl. Und das kann man jetzt einfach auch in dieser Zeit sehr gut nutzen, einfach ein bisschen zu optimieren. Und natürlich auch für den Frühjahrsputz, nochmal wirklich richtig reine zu machen. Und da spielt für mich auch das Minimalisieren mit rein, das ganze Frühjahrsputz aufräumen, aussortieren und sich einfach mal wieder so ein bisschen... Sowohl im Außen als auch im Innen. Viele Menschen schreiben mir ja auch, dass sie wenig Zeit haben, sich um gesunde Ernährung zu kümmern, weil sie voll im Hamsterrad drin sind, Job, Haushalt, Kinder. Und das wäre jetzt auch wieder mal eine Zeit, hatte ich ja schon erwähnt, mit der Familie gesund zu kochen, Sprossen zu ziehen, Wildpflanzen zu sammeln oder aber auch Bücher zu lesen, die man schon immer mal lesen wollte. Manchmal bestellt man sich Bücher, das kenne ich auch, weil ich denke, ach, interessant, und dann komme ich einfach aus zeitlichen Gründen nicht dazu. Und das wäre jetzt auch eine gute Möglichkeit, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Gerade auch, wenn, wie Henry schon gesagt hat, es gut ist, wenn man einige Zeit vor dem Schlafen die elektrischen Geräte wie Handy, Laptop, PC ausschaltet, Fernsehen, dass man dann wirklich sich nochmal in die Ecke setzt, irgendwo entspannt hinsetzt und dann einfach ein bisschen in einem Buch schmökert. Ob das jetzt ein Roman ist oder ein Sachbuch oder was auch immer, dass man sich einfach mal wieder mit Themen beschäftigt, die man lange vor sich hergeschoben hat, wo man sich jetzt einfach mal wieder ein bisschen drin vertiefen könnte. Was ja total aus der Mode gekommen ist, ist das Briefe schreiben. Mhm. Das meiste geht heute über E-Mail oder Nachrichten über WhatsApp, Telegram. Und es wäre vielleicht jetzt auch mal wieder eine Zeit, gerade wenn man eher wirklich ein bisschen antik ist und gerne Briefe schreibt, dann wäre das auch wieder mal eine gute Zeit, an liebe Menschen, an Freunde, Familie einfach mal einen Brief zu schreiben, Gedanken, Gefühle in Form zu packen. Und ja, ist eigentlich eine schöne Möglichkeit der Kommunikation mit der Familie. Ne? Mhm. Jetzt auch wieder mal die Familie anzurufen, zu telefonieren und gerade, wenn man merkt, oh, da ist ziemlich Angst und Panik, gerade bei den älteren Menschen in der Familie, dass man diese Panik und diese Angst nimmt und dass man einfach beruhigend auf die Familie, auf die Lieben einwirkt. Mhm. Das ist jetzt eine gute Zeit, die man auch verwenden kann, um Briefe zu schreiben, Postkarten zu schreiben oder eben auch telefoniert, um mit der Familie zu kommunizieren. So, okay, ihr Lieben. Noch weitere Möglichkeiten, die man jetzt nutzen könnte in der Zeit, wäre auf jeden Fall mal, sich wieder eine Runde zu entspannen. Dafür gibt es auch noch eine super Möglichkeit, wo man die Entspannung super kombinieren kann. Das ist das Basenbad. Dabei kann man sehr schön die Seele baumeln lassen. Und was ich immer noch jeden Tag auch nutze, ist das Trockenbürsten und Wechselduschen. Ja, gibt nichts Besseres, als jetzt sein Immunsystem zu boosten mit einer schönen Wechseldusche. Ja, womit wir auch gerade angefangen haben, ist mit dem Fasten. Mhm. Silke hat schon einen Tag mehr weg. Ich fange heute an. Und was ich jetzt auch schon seit über einem Jahr praktiziere, ist die Tiefenatmung. Kann ich euch auch noch sehr schwer ans Herz legen, da mal Experimente zu machen. Ich mache jetzt in der nächsten Zeit dazu auch noch Videos. Und ja, das sind auch noch so ein paar schöne Möglichkeiten, um sich da jetzt einfach ein bisschen wieder auszutesten. Ich kann noch die Neobeats empfehlen zur Entspannung und zur Meditation. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht, das kann ich oben an den Infokarten verlinken. Neobeats, die haben auch einen YouTube-Kanal. Also schaut da mal rein, das ist auch sehr gut zur Entspannung, zu meditieren, auch für Energie. Schaut einfach mal bei Neobeats vorbei, entweder auf dem YouTube-Kanal oder ihr schaut mein Video dazu. Man kann die Neobeats auch 7 Tage kostenlos testen und werden eben verschiedene Bereiche, Entspannung, Schlaf,
Energie, Meditation angesprochen. Also da gibt es so viele verschiedene Sachen, auch Klassik zum Beispiel, Klassik in 432 Hertz, Vivaldi ist sehr, sehr schön gemacht und das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Die Zeit, die die meisten jetzt zur Verfügung haben, könnte man auch nutzen, um Projekte zu verwirklichen, was auch immer das sein könnte. Zum Beispiel, wenn ihr schon immer mal ein E-Book schreiben wolltet, euer Wissen ballen wollte zu einem E-Book oder zu einem Videokurs, dann habt ihr die Möglichkeit vielleicht jetzt dafür. Oder wenn ihr schon immer mal Tagebuch schreiben wolltet. Oder wir hatten ja das Musizieren angesprochen, wenn ihr ein Musikinstrument zu Hause habt, einfach weil ihr es immer mal lernen wolltet, aber es nie dazu gekommen seid, dann wäre das vielleicht jetzt auch die Möglichkeit, damit zu starten. Also einfach auch mal etwas Neues lernen. Es gibt ja auf YouTube so viele Tutorials, wie man sich ja verschiedene Dinge aneignen kann, ob Stricken, Häkeln oder was auch immer, was im kreativen Bereich. Mein Ältester schaut jetzt auch immer gerne den YouTube-Kanal, der ganz tolle Zeichnungen macht. Der hat auch schon viel gelernt. Ach, es gibt auch ganz tolle Tutorials, was Musizieren angeht. Ne? Wir haben auch ganz tolle Tutorials gefunden für E-Piano oder für Klavier. Also man kann schon die Zeit jetzt nutzen, um Dinge zu verwirklichen, für die man nie Zeit hatte. Eins ist mir noch eingefallen, man könnte sich jetzt auch sehr stark mit der Geschichte beschäftigen. Ich werde jetzt mal nicht so viel sagen, aber ja, man könnte jetzt einfach mal die Zeit nutzen, um wirklich mal auch so vielleicht den einen oder anderen Hintergrund der einen oder anderen geschichtlichen Epoche vielleicht mal hinterfragen und da einfach mal zu schauen, okay, was könnte da wirklich gewesen sein? Ja, mehr möchte ich nicht sagen. Das ist bloß mal so. Meine Empfehlung wäre, sich mal ein bisschen mit dem Deutschen Kaiserreich zu beschäftigen, mit dem Ersten Weltkrieg, wie es dazu gekommen ist und vor allem auch mit dem Versailler Vertrag und was der für eine Nachwirkung hatte. Und ich habe immer noch gesagt, verfolgt die Ströme des Geldes und dann versteht ihr die Geschichte. Wenn Henry meint, beschäftigt euch mal ein bisschen mit der Geschichte, mit dem Hintergrundwissen, dann meinen wir natürlich keine Schulbücher oder das, was irgendwo auf ZDF kommt oder ARD. Also ich persönlich schaue ja schon seit 7, 8 Jahren kein Fernsehen mehr, höre kein Radio mehr und ich beziehe meine Informationen einfach aus anderen Quellen und da kommt man auf sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse, wenn man sich darauf einlässt und alles offen lässt, wieder auf Reset drückt, auf Null und alles, was man mal in der Schule gelernt hat, wenn man das alles mal vergisst, in den Hintergrund drücken lässt, dann kann man auch offen sein für das, was vielleicht der Wahrheit am nächsten kommt. Sehr gut. Da gibt es auch noch einen schönen Ausspruch, den möchte ich jetzt mal einblenden. Gute Lieben, das war's jetzt von uns. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video inspirieren. Wenn noch irgendwas gefehlt hat, wenn ihr sagt, naja, man kann die Zeit auch so und so nutzen oder ich mache das und das, dann hinterlasst gerne eure Meinungen, auch Gedanken zu unserem Video unter diesem Video. Wir freuen uns sehr über einen regen Austausch und sagen bis ganz bald.